Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Leute, Mike Tyson wurde ebenfalls in New York oder in irgendeiner Stadt in den USA auf jeden Fall auf den Straßen erwischt von TMZ Sports und die haben ihn dort für ein Interview so ein bisschen genervt. War sehr lustig anzusehen, könnt ihr euch auch eventuell ganz angucken, aber es ist nur ein kurzes Video, was ich für euch ganz kurz zusammenfasse, denn Mike Tyson war da auf den Streets, hat sich einfach mitten auf der Straße in Johnny angezündet und ja, einfach so ein bisschen verklatscht auch irgendwie auf die Fragen geantwortet. Aber er hat hier ganz deutliche und klare Worte gefunden in Bezug darauf, was er über Jake Paul denkt und über den Kampf mit Floyd Mayweather, wie es ausgehen wird und ob er eventuell auch gegen diese Leute kämpfen würde. Aber wenn euch das Video gefällt und wenn euch meine News gefallen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ein Abo ist kostenlos und ihr könnt diese stets widerrufen. Und jetzt erstmal viel, viel Spaß und danke für den Support beim Video. Und ja, Leute, auf jeden Fall ist Jake Paul jemand, der natürlich viele Skeptiker und ja, einfach allgemein Social Media komplett zum Aufkochen bringen lässt und schon früh in seiner Boxkarriere, in Anführungsstrichen, wird er die Skeptiker zum Schweigen bringen, beziehungsweise hat er schon getan. Das glaubt auf jeden Fall Mike Tyson. Floyd Mayweather Jr. würde eine sehr, sehr harte Herausforderung für den 24-Jährigen darstellen und der Kampf würde auch so wahrscheinlich nie zustande kommen. Er wird nun gegen Logan Paul am 6. Juni in einem Schaukampf gegen Mayweather antreten, aber das wird wahrscheinlich nur der Fall sein, weil die beiden einen Gewichtsunterschied von über 20 Kilogramm haben. Und bei Jake Paul und Floyd Mayweather ist der Gewichtsunterschied einfach, ja, sehr, sehr klein, also kein hoher, was natürlich dann einen enormen Vorteil für einen Floyd Mayweather bringen würde. Und deshalb würde Floyd Mayweather Jake Paul da einfach nur komplett deklassieren. Aber das würde er auch bei Logan Paul tun, trotz des Gewichtsunterschieds, denn das sagt auf jeden Fall Mike Tyson. Mike Tyson sagte nämlich, dass keiner der beiden Paul-Brüder Mayweather irgendwie gefährlich werden könnte. Er sagte so, hell no. Also die beiden können nicht mal bei Floyd Mayweather was machen. Haben die eine Chance, Floyd Mayweather zu besiegen? Hell no, sagte er so mäßig. Ganz und gar nicht. Ne? Und er sagte ebenfalls, die werden ziemlich übel verprügelt werden. Und das beide. Und ja, während er vor Ort war, um den Kampf seines Bruders anzukündigen, konnte Jake Paul natürlich einfach nicht ruhig bleiben, musste die Cap von Floyd Mayweather klauen, hat daraus einen Marketing-Move gemacht, wodurch auch ein Mega-Brawl entstanden ist, wodurch viele berichtet haben und natürlich der Kampf jetzt Aufmerksamkeit bekommen hat. Vorher wusste nicht mal irgendjemand, dass die Pressekonferenz überhaupt zwischen den beiden stattfindet. Ich habe es auch nur durch Zufall entdeckt und dann eigentlich auch nur durch diesen Brawl dann letztendlich. Und ja, Mayweather mag im Februar 44 Jahre alt geworden sein, aber ist in 50 Profikämpfen ungeschlagen, hat Siege über Oscar De La Hoya, Canelo Alvarez, Manny Pacquiao und Conor McGregor vorzuweisen. Und ja, angenommen, er gibt 100%, dann hätte Mayweather wahrscheinlich keine großen Probleme mit keinem der beiden Paul-Brüder im Ring. Mike Tyson sagte, er würde niemals gegen die Pauls kämpfen, weil er sie sehr mag und er würde so einen Kampf gar nicht annehmen, aber die beiden haben keine Chance gegen Floyd Mayweather. Floyd Mayweather wird sie richtig übel bearbeiten und deklassieren, vor allem, weil er jetzt auch noch sauer ist und wahrscheinlich nicht wie bei gegen Conor McGregor mit 60-70% kämpft, sondern wirklich mit Hass da reingeht und ihn brutal ausnocken wird. Finde ich nice, aber vielleicht hat er auch gesagt, ja, lasst den Kampf ein bisschen länger laufen, um ein bisschen Show zu liefern. Ansonsten eure Meinung dazu würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei NoTime.